Ich wollte eine Komposttoilette bauen und habe das mitten im Wald gemacht, auf unserem Grundstück. Ich erzähl dir mal, was ich gemacht habe. Hey Leute, ich bin Johann von Aho. Ich verschicke eure Pakete und kümmere mich um das Design, bin Grafikdesigner bei Aho. In meiner Freizeit baue ich immer richtig gerne was aus Naturmaterialien. Dieses Mal habe ich mich im Sommer entschlossen, eine Komposttoilette zu bauen. Und das ist das Ergebnis. Ich bin richtig gespannt, euch das zu zeigen. Aber zuerst möchte ich euch zeigen, wie das alles angefangen hat. Ich habe eine Plattform aus Europaletten gelegt und diese begradigt. Dann habe ich mein Ständerwerk gebaut. Das bedeutet, das ganze Gebäude als Holzrahmen aufzustellen und das Dach und alles fertig zu haben. Hier seht ihr das ganze Gebäude als Holzkonstruktion. Ich denke, so hat es eine gute Größe. Der Raum ist 2 Quadratmeter groß. Auch das Dach habe ich schon mal vorbereitet mit allen Dachlatten. Alle Fensterrahmen sind vorbereitet für die 4 Fenster, die ich einbauen werde. Mir ist es wichtig, dass es sehr hell im Raum ist. Das Dach habe ich mit einem großen Überstand konstruiert, sodass man nicht nass wird, wenn man neben der Komposttoilette steht. Für das Dach benutze ich alte Tonziegel, die ich gefunden habe auf dem Dachboden. Ich habe schon ein paar Dächer gedeckt, aber mit den Tondachziegeln war es eine kleine Herausforderung, da die Dachziegel nicht so perfekt ineinander passen. Aber das Dach ist schön dicht und es kommt kein Regen hinein. Das Dach ist nun fertig. Ich lasse die Komposttoilette erstmal ruhen und fahre mit den anderen in den Urlaub. Wir sind gerade beim Zelten und ich habe in der Gegend hier gerade eine Tür von eBay Kleinanzeigen abgeholt. Die ist für die Komposttoilette. Als ich zu Hause angekommen war, konnte ich es kaum abwarten, die Wände mit Lehm zu füllen. Wow, das war eine ganz schöne Arbeit. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Ich musste erstmal herausfinden, wie das geht. Ich habe nämlich noch nie ein Fachwerk selber gebaut. Hier mache ich gerade einen ersten Test, denn ich musste erstmal herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Ich schließe diese Fächer von diesem Fachwerkbau einfach mit Lehm. Und das wurde schon seit Jahrtausenden eigentlich gemacht. Ich habe hier ein Geflecht aus Haselnussästen gemacht. Das wird dann hier so reingewoben zwischen die 2 Äste. Und dazwischen kommt dann einfach Lehm. Und am Ende hat man eine winddichte Wand. Schaut mal. Hier sind Schilfmatten und hier wird dann der Lehmputz aufgestrichen und das wird dann die Innenwand. Ich verkleide den ganzen Innenraum mit Schilfmatten, denn ich möchte den ganzen Raum von innen mit Lehm verputzen. Die Schilfmatten müssen gut befestigt sein, sodass sie sich nicht bewegen, wenn man den Lehm verputzt. Sogar für diesen kleinen Raum brauchte ich einige Schilfmatten, damit der ganze Raum verkleidet ist. Und jetzt, wo alle Schilfmatten angebracht sind, mache ich mich dran, die Wände mit Lehm und Stroh zu füllen. Auch das habe ich noch nie selber vorher gemacht, deswegen habe ich mich erstmal probiert und einiges an Stroh in die Wand gesteckt, um darauf Lehm aufzuputzen. Ich dachte, ich könnte sowas machen wie ein Strohballenhaus, aber am Ende habe ich dann einfach den Stroh und den Lehm direkt vermischt, um ihn einfach in die Wand zu füllen. Das hat viel besser funktioniert. Und so konnte ich eine Wand nach der anderen füllen, sodass sie so aussah. Ich finde, das sieht wirklich schön aus. Später habe ich mir eine eigene Technik ausgedacht, um ein Geflecht zu machen, was den Lehm gut in der Wand hält. Ich habe einfach ein paar Löcher in die Konstruktion geschraubt und habe dann ein paar Schilfrohre eingesteckt und dann verwoben. Da habe ich dann den Lehm reingesteckt und die Wand hat langsam an Form angenommen. So habe ich mir mein eigenes Bewehrungsgitter gemacht, um den Lehm zu halten. Ich finde es wirklich inspirierend, wie damals schon solche Häuser gebaut wurden. Nachdem die Wände jetzt nun mit Lehm befüllt sind, habe ich angefangen, die Fenster einzusetzen. Ich habe Glasscheiben schon vorher besorgt, sodass ich das Maß wusste. So konnte ich ganz genau meine Fenster einsetzen. Es sind einfach Festverglasungen, man kann die Fenster nicht öffnen. Aber so kommt trotzdem einfach richtig viel helles Licht aus dem Wald hinein. Die Fenster sind bewusst weit oben angebracht, sodass sie wie Oberlichter funktionieren. Sodass man auch nicht gesehen wird, wenn man auf der Toilette ist. Natürlich nicht. Endlich konnte ich mit dem Lehmputz innen anfangen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich konnte einfach richtig glatte Lehmwände ziehen und mit dem Schwammbrett richtig glatt machen. Auch den Boden habe ich komplett mit Lehm befüllt, sodass man jetzt die Tür einbauen kann. Könnt ihr euch noch an die Tür erinnern, die ich beim Zelten aufgegriffen habe? Das ist sie.
die passt perfekt. Und sie schließt auch richtig gut und man kann auch abschließen. Jetzt muss ich nur noch um die Tür herum wieder Lehm verputzen und dann ist der Innenraum schon fertig. Ich habe allerdings gemerkt, dass der Raum sehr dunkel ist, also habe ich mich entschlossen, ihn noch zu streichen. Ich habe diesen Eimer Lehmfarbe hier von der Firma Auro bekommen. Damit will ich die Wände ein bisschen aufhellen, weil der Raum ist ziemlich dunkel gerade, weil die Wände noch ziemlich braun sind vom Lehm. Nochmal ein Dankeschön an Auro für diesen Eimer. Der reicht völlig aus. Ich konnte mir die Farbe sogar aussuchen. Ich habe mich für ein sehr helles Beige entschieden, damit es auch zum Lehm passt. Mal gucken, wie die Farbe aussieht. Natürlich sah die Farbe perfekt aus. Der Raum ist viel heller dadurch geworden. Ich habe den ganzen Raum nach oben hin beige gestrichen und einen kleinen Teil nach unten braun gelassen. Als nächstes kommt der Boden. Ich habe eine Bodenausgleichsmasse auf den Paletten mit dem Lehm verteilt, sodass alles richtig schön glatt wurde. Von einem Freund aus dem Dorf, der vor kurzem ein Ökohaus gebaut hat, habe ich diese Natursteinplatten geschenkt bekommen. Es sind nicht viele, aber die reichen völlig aus für das kleine Kompostklo. Jetzt nur noch die Natursteinplatten verfugen und dann ist das schon fertig. Das war wirklich eine Überraschung, dass er sie mir geschenkt hat. Ich finde, sie passen perfekt in das Kompostklo und sind super hygienisch, weil man den Boden sehr gut abwischen kann. Und das Beste, es passt perfekt mit der Tür. Es bleibt nur noch ein ganz kleiner Spalt und die Tür schließt perfekt und es zieht nicht. An einem verregneten Tag habe ich mich entschlossen, das Dach zu dämmen. Dafür habe ich Holzfaserdämmung genommen, die 10 cm dick ist, und das Ganze dann mit Nut- und Federbrettern zu verkleiden. Das Ergebnis ist echt gut. Jetzt fühlt sich der Raum wirklich komplett an. Jetzt fehlt nur noch das Kompostklo. Dafür habe ich mir ein Do-it-yourself-Kit bestellt. Das Wichtigste ist dabei natürlich die Trenntoilette, damit der Urin nicht in die Komposttoilette gelangt. Das ganze Gebäude ist aus Naturmaterialien gebaut und kann das ganze Jahr benutzt werden, weil ich auch Holzdämmung benutzt habe. Ich will euch unbedingt zeigen, wie es drin aussieht. Kommt rein! Endlich ist der Innenraum fertig und die Komposttoilette ist an ihrem Platz. Ich habe mir noch ein paar nette Details ausgedacht und Sägespäne platziert. Los geht's! Das ist das Herzstück von unserer Komposttoilette. Diese schöne Bank hier aus Holz. Und hier verbirgt sich alles drin. Hier ist die Trenntoilette drin, wo das Feste von dem Flüssigen getrennt wird. Die Komposttoilette ist wirklich schön geworden und funktioniert. Ich habe noch etwas Deko aufgehangen und freue mich jedes Mal, wenn ich dort hineingehe. Hey, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert doch gerne unseren YouTube-Channel von Aho, um mehr über uns zu erfahren. Und schreib gerne einen Kommentar, wenn du noch Fragen hast. Am Ende geht es darum, den Boden nährstoffreicher zu machen und der Erde etwas zurückzugeben. Aho! Aho!